Auch für den 19. Juli schauen wir, was wir für eine Karte bekommen. Interessanterweise wieder genau die gleiche wie gestern. Aber weil ich die jetzt nicht noch einmal beleuchten werde, weil ich das ja gestern schon gemacht habe, werden wir eine zweite dazu ziehen und das ist die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist eine Karte der glücklichen Zweisamkeit. Ja? Wenn man davon ausgeht, dass wir in diesem Leben manchmal danach suchen, ein Gegenüber zu haben, mit dem wir zusammen wachsen können, ja? Dann sind das meistens Paarbeziehungen. Diese Paarbeziehungen können unterschiedlich ausschauen. Das kann sein, dass ich mir einen Partner suche, aber es kann auch genauso gut sein, dass ich alleinerziehend bin mit meinem Kind und in dieser Paarbeziehung etwas für meine Zukunft lerne und etwas für mein Leben lerne und mich selbst dabei weiterentwickle, genauso wie natürlich das Gegenüber. Und da wird gesprochen von großer Harmonie. Man findet jemanden, mit dem man perfekt harmoniert. Man findet Glück und Freude in dieser Beziehung. Man wächst gemeinsam. Man hat einen Partner gefunden, der tatsächlich dasselbe Ziel hat wie man selber. Und das ist ja heutzutage wirklich schon schwierig. Und man hat ja auch das Gefühl, eingebunden zu sein. Und zwar getragen, sicher getragen unter den Schwingen vom anderen. Also ein bisschen auch in ein Familiensystem eingebunden sein, schwingt da so mit. Ja. Auf dem ursprünglichen Tarot sieht man sehr viele Kinder, hier sieht man nur ein Kind. Ja. Das heißt, vielleicht findest du auch Glück in der Familie mit den Kindern, vielleicht auch mit deinen Neffen, deinen Enkeln, deinen Patenkindern, was auch immer das ist. Ja. Aber du fühlst dich da sehr geborgen und du lernst in dieser Beziehung unglaublich viel auf der emotionalen Ebene. Es hilft deiner Weiterentwicklung und auch der Weiterentwicklung deines Gegenübers sehr. Das ist eine super positive Karte, die lasse ich gerne so stehen. Ich wünsche euch ein schönes Tagerl und bis bald. Tschüss!